Es gibt Filme, denen schadet das hohe Alter nicht. Filme, die einfach immer relevant bleiben werden. Filme wie Angriff der Killer-Tomaten, Quantum-Com, ach so, wir reden von Ben-Hur. Ja, stimmt, der ist auch einer davon. Ja, ohne Zweifel einer der größten amerikanischen Filmklassiker aller Zeiten, der von Warner Home Video natürlich auch immer wieder aufgelegt wird. Aber das mit gutem Recht. Ben-Hur ist ein Film, der im Jahr 1960 wahrscheinlich genauso viel Relevanz hatte wie im Jahr 2100, wenn er nicht sogar in seiner Bedeutung immer weiter steigt. Ein Film, der vielleicht für eine ganz junge Generation etwas schwierig ist, sich darauf einzulassen, wenn man einfach wesentlich rasanter inszenierte Filme gewohnt ist, aber einer, der, finde ich, Film Geschichte darstellt. Und deswegen auch ein Film, der meiner Meinung nach genauso wie ein Pate oder ein Casablanca oder ein Vom Winde verweht, einfach in jeder Filmsammlung sein muss. Und deswegen freue ich mich darauf, dass ich hier eine neue Edition, also neue alte Edition, mehr oder weniger vorstellen darf. Ich habe mir damals vor Ewigkeiten eine ziemlich fette Edition, ich glaube aus Amerika, zugelegt mit der Blu-ray, wo im deutschsprachigen Raum nur ein abgespeckter Schuber mit den ähnlichen Inhalten, aber eben natürlich abgespeckt erschienen ist. Aber das ist zum Beispiel wieder eine Edition, die durch solche Re-Releases immer wieder gerne in Vergessenheit gerät, obwohl das eigentlich ziemlich unfair ist. Meiner Meinung nach ist nämlich dieses Cover-Artwork einerseits absolut phänomenal, es ist jetzt auch ein recht bekanntes Motiv zu dem Film, aber was dieses DVD-Digipack zu so etwas Besonderem macht, ist wirklich, wie schön Warner hier gearbeitet hat bei der Prägung von diesem Frontcover. Das alleine diese kleinen fehlenden Stücke in diesem aus Stein gemeißelten Ben-Hur-Schriftzug, wie die Pferde da unten herausstoßen, das sieht wirklich aus allen möglichen Betrachtungswinkeln einfach nur genial aus. Verpackt ist diese Special Edition in einem klassischen Digipack, auch hier sogar auf dem Schuber der Ben-Hur-Schriftzug noch dazu, mit Goldfoliendruck hier oben sogar ebenfalls. Auf dem Backcover dann die Liste der zahlreichen Specials. Wir bekommen nämlich eben auf zwei Discs den Film aus 1959, dann noch dazu den Stummfilm aus 1925 und eine vierte Disc mit Bonusmaterial. Wirklich eine tolle, umfangreiche Collection. Aber was uns natürlich hier auf diesem Kanal am meisten interessiert, ist, wie das Ganze verpackt wurde. Und da hat man dann eben drinnen ein sehr, sehr schönes Digipack mit demselben Cover-Artwork wie außen, aber halt eben nicht geprägt, sehr schön eben auch, wie es hier auf zwei Flügeln übergeht und wir hier hinten noch einmal ein bisschen was eben erfahren über die 11 Oscars, die der Film bekommen hat. Sehr schön eben, weil das nämlich auch die, sagen wir mal, Außenhaut von diesem Digipack ist, die hier ein durchgehendes Bild ist. Die andere Seite gehört ja dann quasi schon hier dazu, was man sieht, wenn man das Digipack einmal aufklappt. Hier ebenfalls mit einem wundervollen durchgehenden Motiv. Und das Einzige, was ein bisschen schade ist, was damals, als dieses Set erschienen ist, im Jahr 2005 offensichtlich, dann auch schon üblich war, waren diese Trays für jeweils zwei Discs. Aber man hätte natürlich noch ein fetteres, größeres Digipack mit vier Trays machen können. Aber das ist, finde ich, ebenfalls absolut cool, was man hier für ein schönes, durchgehendes Design hat. Und ganz ehrlich, für alle, die mich fragen wollen, warum Digipacks meiner Meinung nach einfach die Königsklasse der Verpackungen ist, genau das ist es. Kein Mediabook-Innendesign, kein Steelbook-Innendesign kann, finde ich, den Look von einem aufgeklappten Digipack auch nur im Ansatz nachahmen. Das sieht einfach nur großartig aus und vor allem hat ein Digipack dann auch noch die Möglichkeit, etliche Specials und Goodies beizulegen. So gibt's im Fall von der Ben-Hur Special Edition, zuerst einmal die Discs zurück, gibt es hier einen kleinen Folder mit dem Hinweis zum Inhalt von dieser Edition. Da sehen wir mehr oder weniger die ganzen Kapitelunterteilungen bzw. das Bonusmaterial, das dann auf der vierten Disc enthalten ist. Nein, ich habe das jetzt nicht mit den Blu-ray-Auflagen verglichen. Wahrscheinlich gibt es ja mittlerweile
schon wesentlich mehr. Und dann gibt es noch ein Booklet mit der Entstehungsgeschichte des Films. Offensichtlich ein klassisches Booklet mit einem Vorwort des Präsidenten von MGM. Und eigentlich finde ich sehr nett gestaltet, ein bisschen im antiken Look mit diesem vergilbt wirken sollenden Papier. Ist das eigentlich eine wirklich schicke Edition? Und ich weiß um die Peinlichkeit dieses Wortspiels bei einer DVD Bescheid, aber es ist einfach wirklich eine runde Sache.